Nach der kleinen Pause zur E3 2018 geht es jetzt weiter mit den Easter Eggs in Spielen. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe wieder drei kleine Geheimnisse rausgesucht. Natürlich ist auch ein Spieleklassiker dabei. Aber fangen wir erstmal mit dem gerade erst veröffentlichten Lego-Spiel Die Unglaublichen an. Es ist ja das erste Spiel der Serie zu einem Pixar-Film und natürlich gibt es etliche Figuren aus anderen Pixar-Filmen zum Freischalten. Sogar das Haus aus Up bzw. Oben, wie der Film bei uns heißt, ist als steuerbares Flugzeug dabei. Es gibt aber auch ein Minispiel, das eine direkte Hommage an eine der beliebtesten Pixar-Filmserien ist. Im Level House Party braucht man an dieser Stelle einen Helden, der Blitze verschießen kann, um die Steuerkonsole für das Toy Story Easter Egg freizuschalten. Die Jagd nach dem Umzugswagen mit dem ferngesteuerten Auto ist der Lego-Nachbau des großen Finales im ersten Toy Story-Film. Charmante Sache. Das nächste Easter Egg findet ihr nicht in einem Spiel, sondern auf der Spieleverkaufswebseite GOG.com. Wenn ihr hier den legendären Konami-Code eingebt, also hoch hoch, runter runter, links rechts BA, das Drücken der Starttaste entfällt, lädt euch GOG in dieses Spielezimmer ein, wo ihr die Wahl zwischen Pong und Snake habt. Beide Spiele sind übrigens gar nicht so leicht. Besonders der KI-Spieler bei Pong teilt ordentlich aus. Und genau genommen wäre das ja jetzt schon ein Easter Egg zu Spieleklassikern, aber das meinte ich anfangs gar nicht. Stattdessen geht's zum Schluss nochmal um das erste Max Payne von 2001. Das Actionspiel ist vollgestopft mit Easter Eggs, aber der Krieg gegen diese Ratten ist wohl eines der kuriosesten Highlights. Um diese Szene auszulösen, muss man im zweiten Level des ersten Aktes gleich am Anfang eine Granate in dieses Loch werfen. Dazu muss man sich allerdings per Cheat erstmal Granaten herbeizaubern. Nach der Explosion erklärt Max den Ratten den Krieg. Und ein paar Meter weiter ziehen die Viecher tatsächlich Pistolen und legen sich mit dem New Yorker Cop an. Tja, und das war's dann auch schon wieder mit den Easter Eggs für diese Woche. Aber keine Sorge, nächste Woche ist ja wieder eine Woche. Oder so ähnlich.